Hotel wird in Hamburg und normale Menschen schlafen. Schleicht ein finster kleiner Kerl durch die Kneipen nah beim Hafen. Er schaut nach älteren Damen aus, er macht es lieber mit den Alten. Er nimmt sie häufig mit nach Haus, trotz der ungezählten Falten. Und wenn er dann zu Hause ist und alle Welt um sich vergisst, dann fängt er mit der Arbeit an, die er so lang vermisst. Boom, 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 mit dem Hammer auf den Kopf. Eins, zwei, drei, mit dem Ball den Rest zerkloppt. Dann ruckzuck noch die Knochen durchgesägt und das zerteilte Fräulein in den Pappkarton gelegt. Ist die Arbeit dann getan, so ist man es gewöhnt, fängt der Kerl zu singen an, dass es im Hause dröhnt. Gern hab ich die Frauen gesehen, in Altona beinah. Erst hab ich sie ins Bett gelegt und sie dann umgebracht. Ich hab sie unter den Schrank gepackt und später weggebracht. Dann hab ich mir einen eingeschenkt und mich kaputt gelacht. Vergangen ist, schlägt der Schnitzer wieder zu. Er bringt St. Paulis Damenwelt bis nachts um ihre Ruhe. Da geht er wieder durch die Stadt mit Hammer, Beil und Säge und spricht ein altes Mädel an, ob er sie denn wohl möge. Und wenn sie dann zu Hause sind, zu zweit, sonst ganz allein, dann packt er seinen Hammer aus und sie fängt an zu schreien. Boom, 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 mit dem Hammer auf den Kopf. Eins, zwei, drei, mit dem Ball den Rest zerkloppt. Dann ruckzuck noch die Knochen durchgesägt und das zerteilte Fräulein in den Pappkarton gelegt. Ist die Arbeit dann getan? So ist man es gewöhnt, fängt der Kerl zu singen an, dass es im Hause dröhnt. Gern hab ich die Frauen gesehen, in Altona bei Nacht. Erst hab ich sie ins Bett gelegt und sie dann umgebracht. Ich hab sie unter den Schrank gepackt und später weg.